Folgen Sie der Kultur, der Musik, der Oper? Folgen Sie uns hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele. Viel Vergnügen wünscht die Hypo Vereinsbank. Mein Name ist Christoph Bauch, ich bin hier der technische Direktor der Bayreuther Festspiele und bin verantwortlich für alles, was hier technisch passiert, auf der Bühne, hinter der Bühne, um das Haus drumherum. In Bayreuth ist es ja generell schon erstmal eine sehr große Bühnenfläche, die auch mit mehreren Hinterbühnen verbunden ist, sodass man also wirklich das Bühnenbild, die Bühnenbildelemente nach hinten über die Hinterbühnen dann in die anderen Räumlichkeiten, die Probebühnen und Lager verschaffen kann. Das ist schon eine sehr spezielle Sache, das hat nicht jedes Theater. Bei Tristan gibt es einige besondere Herausforderungen. Das eine ist mal die Masse, die hier bewegt werden muss. Die verschiedenen Bauteile wiegen, ich schätze mal, insgesamt um die 40 Tonnen, die hier an Material, Stahl, Aluminium, Holz und so weiter verbaut wurden. Wir haben eine Bühnenschräge mit 2,5%. Das muss alles auf unserer Bühnenschräge quasi den Berg nach oben bewegt werden, hinten demontiert werden. Im Verlauf des Abends, eigentlich fast jeder Vorstellung bei uns, aber vor allen Dingen beim Tristan, sind sicher um die 90 bis 100 Mitarbeiter nur vom Technikbereich im Einsatz in verschiedenen Gewerken. Das sind Bühnenarbeiter, es sind Maschinisten, es sind Requisiteure, es sind Beleuchter. Und das ganze Bühnenbild muss quasi nicht komplett, aber in großen Teilen demontiert werden, aus dem Haus gebracht werden. Das nächste muss reingebracht werden. Dafür brauchen wir circa eine Dreiviertelstunde. Jede Treppe, die hier zu sehen ist, ist original benutzbar mit den Belastungen, die eben vorgeschrieben sind. Und das bedeutet also viel Stahl, viel Montage, viel Gewicht und auch schwere Bewegungen, die oftmals auch von Hand gemacht werden, nicht alles automatisiert. Es ist eigentlich eine sehr, sehr bedachte und extra dafür entwickelte Logistik. Natürlich, die wird von den bühnentechnischen Gewerken vorher entwickelt. Jede Truppe weiß genau, jedes Team weiß genau, was sie in welcher Minute wo zu tun hat, wo sie nichts zu tun hat, also wo sie nicht im Weg stehen darf, weil andere Gewerke dort was tun. Das ist vorher auf großen Plänen erfasst und geübt worden. Wir haben eine sehr, sehr lange Vorbereitungszeit für so eine Produktion. Die beginnt quasi ungefähr 3 Jahre vorher. Dann wird geplant, konstruiert, gebaut und im Vorfeld der Festspiele natürlich viel auch probiert. Nicht bloß künstlerisch, sondern auch technisch, ob die Umbauten funktionieren. Und dann ist mal beim ersten Versuch auch mal bei 4, 5 Stunden und kriegt es am Ende dann in 45 Minuten hin. Und darauf sind wir auch sehr stolz.